Yeah! Herzlich willkommen beim Let's Show, Let's Doogie German Truck Simulator! German Truck Simulator! Wir zeigen euch heute den German Truck Simulator mit extra Pommes! Austria Edition! Ja, Partner, das ist für dich! Yeah! Extra für dich, yo! Yo! Für dich, yo! 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 Und bei mir ist der Claudio! Yo! Hey Danielo! Yo! Yo! Okay! Und wir starten jetzt mit dieser unglaublich geilen Menümusik einfach mal ein neues Spiel. Und wie nennen wir unseren Truckfahrer? Okay, wir nennen ihn Patze. Yeah! Dr. Doogie, los Dr. Doogie! Wir nennen ihn Dr. Patze. Dr. Med. Med? Ja, Medizin, das ist doch also, immer. Also, ja. Dr. Med. Nee. Dr. Med, Patze von Dukehausen. Ach, du kannst du so weit. Fuck! Dr. Med P. Na, das ist doch blöd. Okay, wir nennen ihn. Ja. 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 Was? Ja. Nee. Was? German Patze. German. Ja, das passt auch nicht in German Patze wahrscheinlich. Ich find's voll lustig, hier German Truck Simulation Austria Edition. Ja, keine Ahnung wieso, aber. Okay, wir nennen ihn. Oh Mann! Ja komm, wir nennen ihn Hitler. Wegen Austria Edition. Oh. Wir sind nicht rassistisch. Nein, wir sind gar nicht rassistisch. Nein, das können wir nicht tun. Es muss irgendwas in Bezug auf Patze sein. Wir spielen Patze. Okay. Patze wird jetzt Truckfahrer. Dogman. Das passt Dogman. Nicht. Dogman. Warum nicht? Dogman. Ah, da passt nur der Dogman hin. Okay, nehmen wir das. The Dogman. Mäh. Mäh. Nee. Wo haben wir ganz Deutschland. Mit Österreich. Nein, wir gehen nach Österreich. Salzburg, nein, wir gehen nach Wien. Ja, nach Wien. Nach Wien, denn wie wir alle wissen, wohnt Patze in Wien. Natürlich. Und deswegen, der wohnt gar nicht in Wien, der wohnt in Klagenfurt. Aber Klagenfurt gibt es nicht. Nicht wirklich. Von daher. Das ist alles nur eine Täuschung von ihm, er wohnte tatsächlich in Wien. Daher starten wir jetzt unsere Karriere als Truckfahrer, okay. Ja. Willkommen bei Stokes, einem der besten Transportunternehmen in Europa. Willst du vorlesen, oder? Warte, ich muss ein bisschen größer machen, dann kann ich. Bei uns ist es üblich, die Einnahmen von Frachtlieferungen zu teilen. Laut unserer Vereinbarung sind die Konditionen Ihres Angestelltenvertrages wie folgt. Gewinnanteil 15,6% und zugeteilter LKW Majestic C-Class. Treibstoffkosten. Wartung? Ja. Ja, Wartung und Reparaturen werden durch unsere Firma abgedeckt. Bußgelder für Verkehrsdelikte müssen Sie aber aus Ihrer eigenen Tasche bezahlen. Oh, wie unfair. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Ladung pünktlich abliefern, da Sie sonst mit Lohnabzug wegen verspäteter Lieferung rechnen müssen. Boah, ey, die sind voll fies. Sie werden bald eine Nachricht über die nächsten Auftrag von unserem Disponenten erhalten. Bitte folgen Sie seinen Anweisungen. Der nächste Auftrag ist der Transport von Baumstämme. Von diesem Depart zum Transnet-Lager in Salzburg oder Wien oder. Ja, yeah, bitte. Heute zwischen 13.47 Uhr und 17.02 Uhr an. Viel Erfolg. Ja, Patze. Los, Patze. Der neue Job als Truckfahrer. Okay, willkommen bei German Truck Simulator. Sie können dieses Tutorial jederzeit. Nein, ich will das Tutorial nicht. Wie gucke ich denn? Ich brauche doch den Rückspiegel, oder nicht? Ich muss doch. Nö, wer braucht schon Rückspiegel, ey? Völlig überbewertet. Ich muss doch irgendwie den Hänger da hinten an meinen Truck ankoppeln. Kann ich doch irgendwie die Kamera ändern? Oh. Kann ich aussteigen? Auf M ist die Karte? Ah, die Minimap, ja. Yay, die ist praktisch. Zwischen zwei Zoom-Stufen, ja, bla. Weiter.
Ach so, oh, T, um den Anhänger anzukoppeln. Jetzt haben wir den Anhänger angekoppelt. Ja, sehr gut. geil. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Ich habe hier kein Navi oder so. Scheiße, wir haben kein Navi. Ja, wir haben eine Minimap, aber hier, da wird angezeigt, eine Minimap. Nur fahr mal geradeaus und danach links. Das warte ist mal. Einfach. Auf N kann man das Notizbuch öffnen. Wir holen einfach unser schlaues Notizbuch. Notizbuch! Yeah! Oh nee, bitte kein. Achso, ich soll lesen? Ja. Im Notizbuch können Sie sich die Deutschlandkarte ansehen, Ihre E-Mails lesen und die Statistiken zu Ihrem Spielfortschritt auswerten. Wir können in unserem Notizbuch unsere E-Mails lesen. Geil! Yeah! Später wird es Ihnen eine unverzichtbare Hilfe sein, um Ihre Lieferungen zu planen und Ihr Unternehmen zu führen. Machen Sie sich mit dem Notizbuch vertraut. Sie können es jederzeit im Spiel öffnen und schließen. Fuck was yeah! So kann, das können wir auch. Guck mal, Klagenfurt gibt's hier auf der Karte gar nicht. Das, oh, das ist einfach. Wie siehst du, das ist voll verarsche. Patze, du verarscht uns. Du kannst nicht in Klagenfurt. Aber hier wird uns wenigstens angezeigt, wo wir langfahren müssen. Das ist ja schön. Okay, wir müssen einfach nur nach links. Wir können sogar 112 anrufen, wenn wir einen Unfall bauen. Bloß wir müssen quer über Österreich fahren. Ja, ja. Fahren jetzt quer über Österreich. Andere Perspektiven. 2, 3 und 4. Warte mal, auf 2 haben wir die Kamera hier. Guck mal, wie viele Baumstämme wir haben. Auf einmal passiert ein Unfall, wir kippen um, die ganzen Baumstämme krachen ab und erschlagen viele Menschen. Ich fühle mich nicht gerade wohl, so gerade in meiner Position als Fahrer. Ich glaube, ich mache irgendwas falsch. 2, 3, oh, 3 ist die oben. Aber das ist irgendwie scheiße. Ja. Die Fahrerperspektive ist eigentlich ganz nett. Ja, es ist rot. Nein, Daniel, du bist über rot gefahren. Wie kannst du nur? Bin ich nicht. Bin ich nicht. Doch. Wir müssen jetzt die Fracht zum Depot auf F5. Was ist denn F5? Achso, da öffnen wir auch einfach unser Notizbuch. Notizbuch. Okay, wir fahren jetzt von Wien einfach mal nach Salzburg. Oder wo auch immer das war. Ist Österreich nicht wunderschön? Wie wir einfach mal die komplette Straße einnehmen mit unserem Truck. Oh ja. Scheiß auf Mitfahrer! Scheiß, oh guck, da vorne ist jemand. Ah! Was passiert, wenn wir den anfahren? Ja, das frage ich mich auch, aber er ist zu schnell. Scheiße, los, hol ihn ein, Daniel, gib Gas. Ja, ich hab ihn fast. Ja. Das ist eine spannende Verfolgungsjagd. Ich bin gespannt, auf einmal bleibst du einfach nur stehen. Der Dugi hält sich nicht an Verkehrsgesetze, der Dugi braucht keine Verkehrsgesetze. Ah! Oh, shit. Verstoß, Fahrzeug gerannt. Scheiße, wir haben 400 Euro verloren. Kacke. Warte mal, ich... Scheiße. Wo ist unser Notizbuch? Da können wir SOS 112 anrufen. Der Pandienst kostet... Achso, das ist nur ein Pandienst für mich. Ne? Oh, scheiße, nö, mach nicht. Nein, für dich. Ich musste ja schon 400 für den Unfall bezahlen. Da gebe ich noch keine 1500 für einen blöden Pandienst aus. Das Leben eines Truckfahrers ist irgendwie voll awesome. Naja, stell mal vor, du fährst halt den ganzen Tag hier an solchen komischen Fabrikgebäuden vorbei. Andere Trucks kommen dir entgegen. Und du kannst denen zuwinken und die halten dich für schwul. Ja. Und die Truckfahrer haben doch normalerweise auch immer so ein komisches... wie ich fahre, wie so ein Betrunkener. Ja. So ein komisches Schild irgendwie an ihren Trucks dran, oder? Wo ihr Name draufsteht. Ja. Dann müsste bei uns eigentlich noch Patrick stehen. Aber wir haben kein Schild mit Patrick. Verdammt. Wir durften nicht mal das Aussehen unseres Fahrers gestalten. Was ist das denn für ein Simulator, bitte? Naja, es soll ja einfach nur simulieren, wie du einfach dahin fährst und deine Erledigung erledigst. Aber ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass es so in Österreich aussieht. Oh ja, ich auch nicht. Das ist sehr schön grün hier. Ja, Österreich sieht irgendwie aus wie Deutschland. Ja. So, gar nicht so österreichisch. Einfach so deutsch, nur ein Deutsch-Imitat. Ja, ich dachte, hier gibt's so Berge, also größere Berge und... Ja, so wie in den Alpen. Ja, aber irgendwie gibt's sowas hier gar nicht. Da irgendwie voll Deutschland, ey. Und vorne ist eine Tankstelle, aber unser Tank ist noch voll. Eigentlich brauchen wir da gar nicht zu tanken. Ja. Vielleicht hatte Hitler doch recht. Deutschland gehört auch zu Österreich. Ja, vielleicht hatte er recht. Boah, jetzt muss ich einen Berg hochfahren, ey. Jetzt ist der Truck gerade voll langsam, du. Oh. Shit, Mann. Kannst du Musik anmachen? Das wäre irgendwie noch besser. Ja, ich weiß nicht. Ich hab glaube ich keinen Radio. Du hast keine Arme. Scheiße. Ich hab nicht mal Arme. Oh mein Gott. Ich hab keine Arme. Ah, du lenkst den ganzen Truck nur mit deinen Gedanken.
Was hast du das Auto reingefahren oder das Auto eher an dich? Ja, ich glaube das Auto eher an mich. Okay, da geht's auf die Raststätte. Was will ich auf der Raststätte? Ich kann nicht mal aus meinem blöden Truck aussteigen, oder? Zumindest habe ich keine Taste gefunden, wo das geht. Nö. Voll doof. Wir haben, wie viel haben wir schon hinter uns? Ja, guck oben auf die Minimap, also Salzburg ist ja, aber da ist noch kein Salzburg drauf. Ja, ich weiß, warte mal, F5. Und dann noch Dietzburg! Okay. Yeah, oh mein Gott. Oh, wir haben so circa ein Viertel. Yeah, fuck yeah, das ist der spannendste Simulator überhaupt. Ich kann das gar nicht, die Spannung ist gar nicht auszuhalten. Wir waren einfach dösen. Vielleicht sollte ich das hier in doppelter Geschwindigkeit abspielen, ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Und vielleicht auch nicht. Nö, lassen wir es einfach so. Nein, doppelte Geschwindigkeit braucht kein Mensch. Aber ich kann irgendwie nachträglich noch ein bisschen Musik einfügen. Ja. So ein bisschen Emo-Core, so ein bisschen Rap. Oh, yeah. So ein bisschen Grievous. So ein bisschen MC Dreck. So im Radio, so. Ein bisschen Death Metal für Patze, weil er ist ja unser Truckfahrer. Ja, dann mache ich das Radio offiziell ab jetzt an. Okay, jetzt ist das Radio an. Okay. Voll die gute Musik, yo. Ja. Nein, ich meine, also im Let's Play wird jetzt genau ab der Stelle, die ich gerade eben gesagt habe, wird jetzt Musik im Hintergrund laufen. Lassen Elvis Presley laufen. Nee, ich glaube, dann wird das Video gesperrt. Das geht ja, nicht. Stimmt, ja. Yeah, Linz, Salzburg. Oh, wir sind bald da. Was? Ja, da stand Linz, Salzburg. Ja, aber wir müssen ja erstmal nach Linz. Ja, nach uns auch nach Linz und dann nach Salzburg. Alter, wie viele Autos kommen denn da von hinten? Aufpassen! Die sind irgendwie schneller als du. Auf einmal rammen die dich von hinten. Die halten mich wahrscheinlich alle für einen Wahnsinnigen. Ich bin ja schon auf der Spur für die LKWs. Aber. Oh, ein Mähdrescher! Mähdrescher! Oh cool, sogar viel Detailreichtum in dieses Spiel wurde gesteckt. Oh geil, da fahren sogar Mähdrescher. Ja! Österreich ist so schön! Oh ja! So wunderschön grün-weiß! Und du musst auch nur 400 Euro bezahlen, wenn du gegen ein Auto fährst. Yeah! Das kostet mich fast gar nichts. Wow! Vorsicht, Mann! Oh, ein anderer Truck, Tipi! Das war gerade voll knapp. Und warum fährt der schneller als ich? Kann ich hier irgendwo einen Gang wechseln oder so? Ich glaube, so viel Steuerungsoptionen hat das Spiel gar nicht, dass ich einen Gang wechseln kann. Dann kannst du geradeaus fahren bzw. lenken. Der Gang ist immer der selbe. Ja, und ich kann nicht. Fortschrittlicher Truck. Ja, ist voll mega geil. Und ich kann mir die Landschaft angucken und mein Tank ist immer noch nicht ansatzweise leer. Ja. Jetzt könnte ich ja wenigstens vorne irgendwie mal tanken, aber es gibt ja nichts zum Tanken. Was das da wohl ist? Irgendein Kloster oder so? Ja, kann sein. Ganz viele Mönche. Österreich hat viele Klöster. Ja, da wird gerade ein Porno gedreht. Ja, da wird gerade mit Nonnen. Also die Nonnenpornos, die sind meistens gar nicht so schlecht. Du kennst dich überhaupt. Also, nee, der einzige... Nee, das will ich jetzt nicht sagen. Voll auf einmal wegen sexuellen Inhalten wird das Video gesperrt. Ah, Quatsch. Oh, guck mal, das ist ja... Scheiße. Schade. Jetzt hast du eine Panne, oder was? Nein. Ich hab keine Panne, aber die dürfen nur die... Lass uns nicht mal außerhalb... Wow! Alter, das war knapp. Okay. Fahr mal vorsichtig, Mann. Lass uns nicht mal auf die Felder fahren. Ja, darfst du auch nicht. Also wirklich, du musst deinen Job erledigen. Hier, wenn du... Oh, wir müssen nach links. Okay. Wenn du hier... Stell dir vor, du sitzt in einem Truck, hörst ein bisschen, was weiß ich... Kollege! Und... Yeah. Und auf einmal willst du aufs Feld fahren, wo da ein paar Bauern sind. Und auf einmal wirst du von einer magischen Kraft angehalten. Und dein Boss kommt zu dir und dann sagt er... Daniel, was machst du da? Das darfst du nicht! Und dann... Ich habe mich verstanden. ja. Also ich meine, wir müssen den Armpatz ja auch verstehen. Ich meine, so ein Job als Truckfahrer ist echt nicht leicht. Ja, ist richtig anstrengend, ey. Die ganze Zeit nur in eine Richtung zu fahren, sich die Landschaft angucken. Ja. Dann ist ein bisschen Death Metal. Ja. Gibt es eigentlich auch lizenzfreien Death Metal, nicht, dass das Video gesperrt wird? Bestimmt, oder? Ja, ansonsten immer Deathcore. Deathcore geht bestimmt auch. Ja, Deathcore ist wahrscheinlich eh lizenzfrei. Ja, ist voll der Pussy-Metal. Pussy-Black... Nicht Black-Metal. Death-Metal. Egal, ich werde einfach mal sehen, was ich da so an Musik finde. Ich werde auf jeden Fall nicht nur Rap reinschneiden, keine Angst. Ich kann auf jeden Fall dir auch was empfehlen. Ja. Oh yeah. Kannst du mir nach der Aufnahme oder jetzt gerade während der Aufnahme mal ein paar Lieder... Ich will zugucken. Das macht so viel Spaß. Oh, guck mal, er ist schneller. Nö, du darfst ihn nicht kommen lassen, da ist Grievous drin. Ah, verdammt. Grievous, aber du kannst Auto fahren, du bist doch erst 15. Grievous fährt gerade in den Urlaub und ich kann ihn nicht aufhalten, weil ich zu langsam bin. Nein. Was macht Grievous in Österreich?
Ich weiß nicht. Hat sie gesungen oder so. Ja, aber geht ja nicht. Der fährt ja gerade Truck. Guck mal, ihr aber, könnt... Naja, vielleicht hat der Fatze ja zugewunken, als er gerade gefahren ist. Hier könnten wir nach Linz fahren, wenn wir nach Linz fahren müssten. Aber wir müssen ja nicht nach Linz, wir müssen ja nach Salzburg. Oder um... Ja, das ist sowieso so ein scheiß unsichtbares Kraftfeld und es wird uns zurückschleudern. Ja. Ihn zurück. Boah! Aber warte mal, da vorne ist gerade irgendwie eine Kreuzung, da müssen wir gleich gucken. Ach, guck mal, da ist gleich in Nürnberg. Oh, da könnten wir nach Nürnberg fahren, aber... Ja. Geht ja nicht. Dann fahren wir, keine Ahnung, dann fahren wir nach... Mannheim. Nach Mannheim? Ja. Mannheim gibt es bestimmt auch, aber... Aber wir müssen ja nach Salzburg. Ja. Das Spiel uns das immer vorschreibt. Immer salzig. Wenn oh, guck schon wieder so ein Geisterfahrer. Ja. Die rasen immer an uns vorbei und streifen uns fast. Apropos Geisterfahrer. Scheiße, pass auf, nicht, dass die in die Reihe fahren. Nein, die fahren nicht. Du musst schon wieder 400 Euro zahlen, okay, es ist zwar fast nichts, aber hey. Ja, hallo, Patze kann sich das leisten, weißt du, wie viel Cash der macht, Mann? Der macht ja nebenbei, der tut ja nur nebenberuflich LKW fahren, der macht ja nebenbei noch Let's Plays. Na stimmt, ja. Verdient ja jede Menge YouTube Cash, Alter. YouTube Money. Yeah. YouTube Money. Fettes YouTube Money. Ganz viel, bestimmt so 100.000 im Monat. Oh! Verstoß. Verstoßfahren. Oh, du bist in der, du hast 100 Euro bezahlt. Gott, ich glaub, das passiert, wenn du in die falsche Richtung fährst. Ich weiß nicht. Okay, boah, warte, guck mal auf unseren Notizbuch. Mal sehen, wo Salzburg ist. Oh. Gleich kommt ja eine Kreuzung. Salzburg. Salzburg ist weiter unten, okay. Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich fahre nach Salzburg. Ja, auf dem richtigen Weg. Auf einmal streift uns jetzt ein Auto, sobald du dein Notizbuch weg hast. Aber wir sind sogar fast in Salzburg, also von daher, wow. Mal guckst, Ist voll gefährlich hier. Ja, fahr lieber auf einen weißen Strich, da dürfen sowieso keine Autos. Ja, genau. Das ist die LKW. Da kann uns niemand ran. Ist doch schön. Oh scheiße. Jetzt wird's aber echt eng da vorne, also. Oh fuck. Oh Leute. Oh, pass doch nicht. Ah, Vorsicht, oh, Leute, Mann, Vorsicht! Was ist geschafft? Jetzt passt doch mal auf, wie ihr fahrt, Mann! Passt doch auf hier! Patzen wir hier durch! Das Spiel hat mir gerade schon wieder 100 Euro abgezogen, weil ich in die falsche Richtung fahre. Aber ich kann nicht mehr auf die andere Spur fahren. No. Egal, Patze, don't give a shit. Kreis einfach dieses scheiß Gelände ein und okay, wow, auf die andere Spur. Ja, ich weiß, du, kommst, jetzt du musst immer wieder 100 Euro bezahlen. Ich kann aber nicht auf die andere Spur spielen, weil da sind Leitplanken. Da musst du umdrehen. Ja, ist klar. Ich drehe jetzt bestimmt nicht mehr um, ich bin ja schon den halben Weg gefahren. Guck mal, da vorne wird schon das Burg auf der Karte angezeigt. Ich bin fast da. Yeah. Da kann man die schönen Berge beobachten. Geil, Österreich mit Österreich. Majestätig. Oh, jetzt hätte mir ja glatt einer entgegenkommen können. Warum?